Hallo und herzlich willkommen zu unseren Gameswelt News. Mein Name ist Felix Rick und ich freue mich natürlich, dass ihr euch angeklickt habt zu unseren Gameswelt News. Für diesen wunderbaren Montag, vier Sachen habe ich für euch gefunden. Zum einen dreht sich heute alles um God of War, dann gibt es ein bisschen Horror für die Nintendo Switch. Ein Half-Life 1 Remake ist auch in der Mache und dann gibt es noch eine Nachricht zu Battleborn. Es kommt hier irgendwann, angeblich im Jahre 2018, das neue God of War Spiel, das ja ziemlich geil aussieht. Jetzt sind ein paar Infos ans Licht durchgesickert, wie das mit diesem ganzen Upgrade-System funktionieren wird bei den Waffen. Früher war das ja so, man hat das in dem Menü gemacht, da konnte man seine Waffen upgraden. Das wird im neuen God of War Spiel etwas anders ablaufen. Da gibt es dann zwei Zwerge, die man besuchen kann, und zwar die Zwerge Brock und Aitir. Und die kennt man, wenn man die skandinavischen Sagen kennt. Die haben nämlich Mjölnir hergestellt, das ist der Hammer von Thor. Und die sind dann dafür zuständig, unsere Waffen abzugraden und dann halt dafür zu sorgen, dass wir die in unsere Richtung entwickeln können. Weitere Infos gibt es noch nicht dazu, beziehungsweise wann das Spiel kommt. Einfach noch Geduld haben, aber ich hoffe mal, es bleibt bei 2018. Layers of Fear ist ja ein ziemlich erfolgreiches Horrorspiel, das ist bis jetzt rausgekommen für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Und jetzt wurde nochmal eine weitere Plattform angekündigt, beziehungsweise eine Version für eine weitere Plattform. Und zwar wird Layers of Fear Legacy erscheinen für die Nintendo Switch. Man weiß noch nicht, wann genau das Teil erscheinen wird, aber es wird zum Beispiel auf der Tokyo Game Show, die diese Woche ihre Pforten öffnet, dann schon eine Version spielbar sein. Finde ich cool auf jeden Fall, mal schauen, ob das Ding da auch Erfolg hatte. Es gibt ja Remakes und dann gibt es auch Demakes. Remakes sind ja eher etwas, um alte Spiele in neuer Grafikpracht darzustellen. Und dann Demakes sind genau das Gegenteil. Da werden Spiele dann in hässlicher dargestellt. Und da haben sich jetzt ein paar Modder dran gesetzt und Half-Life 2 so umgemoddet, dass es quasi aussieht wie Half-Life 1. Ja, warum man das spielen sollte, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall ein interessantes Projekt. Es gibt zu diesem Demake auch schon eine Demo, die man sich saugen kann. Und zwar auf ModDB, Mod Database, kann man sich das runterladen. Einfach mal reingucken und schauen, ob euch das gefällt und ob ihr dieses Spiel so nochmal zocken würdet. Ja, es ist ja quasi ein offenes Geheimnis, dass Gearbox schon mittlerweile an einem dritten Borderlands arbeitet. Und das betrifft jetzt aber auch die Battleborn-Zocker bzw. die Inhalte für Battleborn. Denn da wurde jetzt offiziell angekündigt, Battleborn, die Unterstützung, was neue Inhalte und Updates angeht, ist vorbei, da kommt nichts mehr, das ist finito pepito. Ja, kann man auch irgendwie verstehen. Die Server werden zwar noch weiterlaufen, aber es wird halt einfach keine neuen Zusatzinhalte mehr geben oder wird nichts mehr großartig gepatcht werden in dem Sinne. Warum? Ja, weil man sich auf Borderlands 3 konzentrieren will, auch wenn man nicht Borderlands 3 gesagt hat bei Gearbox, sondern weil gesagt hat, wir haben da noch was anderes Großes und deswegen müssen wir da jetzt alle Ressourcen reinstopfen. Kann man sich hier denken, was los ist. Bin mal gespannt, wann dann die Nachricht kommt, dass die Server abgestellt werden. Ja, das war es dann auch wieder mit den Nachrichten hier für diesen wunderbaren Montag. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in die Woche. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, tschüss und adieu.